Hallo und willkommen bei German Blank and Ärgern Reviews. Heute mit dem Colt SAA Single Action Army 45 Ranger, also dem Colt in der Ranger Edition von der diesjährigen IWA. Und ja, das ist hier ein richtig cooles Set. Ich zeige euch das mal kurz. Der kommt hier in diesem Pappkarton und da drin ist nicht nur die Waffe, natürlich die Bedienungsanleitung, sondern auch ein richtig cooles Lederholster. Mal aus hier. So sieht das Ganze aus. Ein richtig starkes Teil, super verarbeitet. Richtig dickes, gut verarbeitetes Leder. Ja, und natürlich der Colt in der Ranger Edition. Und das Ganze gucken wir uns jetzt mal genauer an. Ja, dann schauen wir doch mal. Also, das ist eine richtig coole Geschichte hier mit dem Holster. Das ist echt eine. Hat sich Umarex Gedanken gemacht. Echt top. Hier haben wir die Waffe. Alles echt schick. Ich nenne euch erstmal ein paar Eckdaten wie immer. Das Gesamtgewicht des Revolvers beträgt 867 Gramm. Er liegt natürlich wie alle Single Action Armies echt super in der Hand hier. Die Gesamtlänge beträgt 275 mm. Die Lauflänge beträgt 139 mm. Und der gezogene Lauf geht nicht ganz bis vorne ran. Ihr seht, insgesamt ist der Lauf so ein bisschen zurückgesetzt. Und der eigentliche gezogene Lauf ist noch mal ein kleines Stückchen weiter zurückgesetzt. Da sieht man es. Also ungefähr bis hier geht er. Dann haben wir natürlich 6 Schuss mit diesen Hülsen, zeige ich euch gleich. Wir haben hier 4,5 mm Stahl-BBs. Antrieb ist eine Standard-CO2-Kapsel, 12 Gramm. Und die Geschwindigkeit wird angegeben mit bis zu 125 Meter die Sekunde. Danke an Alex von Damage Dark Sport und Outdoor. Der hat mir die Waffe hier freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ja, den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Ich werde mal versuchen, das Drumherum jetzt ein bisschen kurz zu halten, dass wir uns gleich aufs Schießen konzentrieren. Denn ich denke mal, ihr habt das schon auf vielen anderen Kanälen gesehen, wie diese Single-Action-Armies funktionieren. Ich zeige es jetzt mal ganz kurz einfach einmal ringsrum. Wir haben hier dieses wunderschöne Antique-Finish. Dann hier die Aufschrift Colt Single-Action-Army, da lieber 45, die Patenthinweise von Colt von 1871. Das Colt-Emblem, Colt-Pferdchen, hier der Texas Ranger-Stern. Auf der anderen Seite auch nochmal. Dann haben wir hier Colt-Kaliberangabe, Seriennummer und das F und ansonsten nur Antique Finish. Top verarbeitet. Wirklich 1A. Also mit den Single Action Armies hat Umarex sowieso alles richtig gemacht. Mit jeder Ausführung. Die sind wirklich absolute Sahne. Wir haben hier Single Action Only Abzug. Das heißt, ihr müsst den Hahn vorspannen. Komplett nach unten durch. Dann ist der Abzugsweg wirklich noch ein halber Millimeter oder so. Und dann löst er aus. Und das ist wirklich ein ganz toller Abzug. Da kann man, denke ich, echt präzise mit schießen, werden wir gleich sehen. Wenn ihr ein Stückchen so, ein kleines Stückchen vorspannt, dann seid ihr in der Ladeposition. Dann könnt ihr das hier aufklappen und könnt hier vorne mit dem Ausstoßer die Kartuschen, ja, Moment, die Hülsen einzeln ausstoßen. Ja, ich schmeiß wieder runter. Dann könnt ihr das Ganze weiter drehen, rechts rum, ja, so, zack. Könnt die von hinten mit BBs beladen. Kommen sie wieder rein, weiter gedreht und das macht ihr 6 Mal, bis alle beladen sind, wieder zu. Die CO2-Kapsel wird hier in die Griffschalen eingelegt. Die sind aus Kunststoff, alles andere ist Vollmetall. Hier habt ihr so eine kleine Kerbe mit dem Finger rein. Kapsel einlegen, Sechskant ist gleich mit eingebaut, was ich klasse finde. Ansetzen, andrehen und dann habt ihr hier so eine Nase. Die muss zuerst hier in das Loch rein und dann klipst er die wieder ran. Und das Ganze wäre dann schussbereit. Das werde ich jetzt mal machen. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Teil schießt. Nochmal schnell zum Lauf. Ich habe vorhin gesagt, der wäre gezogen. Das ist natürlich Blödsinn. Das ist hier ein BB-Revolver und der hat einen glatten Lauf. Da sind einige Single-Action-Armies natürlich bei mit gezogenen, aber dieser hier ist glatt. Das nur noch mal kurz als Korrektur. Was ich auch noch vergessen habe zu erwähnen, ist die Sicherung.
braucht man ja eigentlich bei einem Revolver nicht. Er befindet sich hier unten. Wenn ihr den roten Punkt seht, ist das Teil feuerbereit. Und wenn ihr das dann, ist relativ schwergängig, nach hinten zieht, weißer Punkt, dann ist der Abzug blockiert und der Hammer blockiert. Ja, das zu der Sicherung. Sechs Schuss gebe ich ab, also eine Trommelladung. Hoffen wir mal, dass die alle funktionieren. Los geht's. 142,6 Meter die Sekunde. Alter Schwede. 172,5. Error. 114,8. 115, also das stimmt jetzt eher. Was da eben am Anfang los war, weiß ich nicht. Da ist ein bisschen viel Dampf mit durchgekommen. 117,2. Ja, das waren sie jetzt. Jo. Also am Anfang hat das Ventil wohl ein bisschen viel CO2 mit durchgelassen. So viel Dampf hat er natürlich in der Regel nicht. Also was wir jetzt gesehen haben, hier so 114, 115, 117, das sind doch die richtigen Werte. So, jetzt sind wir im Keller auf 8 Meter und ich werde jetzt sitzend aufgelegt eine Trommel, also 6 Schuss, verschießen. Mal schauen. Hol ich es euch mal ran. Ein tolles Ergebnis auf 8 Meter Entfernung. Man darf nicht vergessen, das ist hier eine BB-Waffe mit glattem Lauf. Und das ist eine 14er Scheibe. Und 5 Schuss sind hier im Schwarzen. Einen habe ich verrissen, der wäre da eigentlich auch noch gelandet. Das war meine Schuld. Also ein Top-Ergebnis für diese Waffe. Jo, dann fassen wir mal zusammen. Klasse Teil. Kurze Zusammenfassung. Also ich finde spitze, was Umarex hier wieder mal gemacht hat. Die haben ein tolles Sondermodell, sage ich mal, vom Single Action Army rausgebracht. Hier mit diesem klasse Lederholzer dabei, der Texas Ranger. Schick, tolle Idee. Passt gut zusammen. Die, ja, was soll man sagen, der Revolver ist wirklich erste Sahne verarbeitet, wie eigentlich alle Single Action Armies. Er fühlt sich toll an, er schießt toll. Was soll man sagen? Wer sich für die Dinger interessiert, 100%ige Kaufempfehlung. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt. Schaut doch mal auf meine neue Patreon-Seite. Da findet ihr den Link in der Videobeschreibung oder oben im Kanalbild auf meiner Startseite. Das wäre klasse. Und ja, wenn ihr es noch nicht habt, ein Abo dalassen, Daumen hoch, freue ich mich immer. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei German Blank in Ärger Reviews. Bis dahin, Leute. Ciao.